Ich möchte es keinem zumuten. Nicht einmal meinem ärgsten Feind möchte zumuten, was mir passiert ist. Plötzlich, plemplem. Wie es ist, wenn einen das Leben aus der Kurve wirft, zeigt jetzt ein Film über ihn. Gustl Mollat. 7 Jahre saß er in der Psychiatrie. Zu Unrecht. Ein riesiger Justizskandal. Der Dokumentarfilm Mollat kommt dem Menschen Mollat so nah wie nie zuvor. Ein Horrortrip ohne Ausweg. Er konnte nichts tun, auch nicht für seinen Zellennachbarn Wlastimil. Und dann kommt der stellvertretende Stationsarzt. Mit süffisanten Lächeln konnte ihn aus meiner Fensterscheibe aus beobachten, wie er genüsslich lächelnd die Betonspritze aufzieht. Und der Wlastimil wimmert: Herr Doktor, Herr Doktor, Sie machen sich strafbar. Bitte nicht, bitte nicht. Ja, und Sie sind eingesperrt in der Zelle und können nicht helfen. Das ist das Schlimmste. Die Geschichte von Gustl Mollat beginnt als Rosenkrieg. Mollats Frau zeigt ihn an. Es geht um Gewalt, Misshandlungen. Er wird verurteilt. Dann zeigt Mollat seine Frau an, eine Bankerin, wegen Schwarzgeldgeschäften. Die Staatsanwaltschaft tut nichts. Stattdessen bescheinigt ein Psychiater Mollat Wahnvorstellungen. Aber der Gutachter hat nie mit Mollat gesprochen. Trotzdem lässt ihn der Richter zwangseinweisen. Später zeigt ein interner Prüfbericht der Bank, Mollat hatte recht. Der Film zeigt, was passiert, wenn man nicht in diese Welt passt und trotzdem einen Weg zurückfinden muss in eine Gesellschaft, die das zugelassen hat. Sie waren bei Mollat in der Psychiatrie, sind mit ihm in den Urlaub gefahren. 2 Jahre haben die Filmstudentinnen Annika Bendel und Leonie Stade Mollat mit der Kamera begleitet und versucht zu ergründen, wie tickt dieser Mann. Er ist unfassbar empathisch, also er fühlt sofort mit und leidet auch sofort mit. Und das ist auch das, was es ihm dann manchmal so schwer macht wahrscheinlich, weil er halt die Welt verbessern möchte und da auch ganz genau ist und da auch dranbleibt, ja, und nicht nachgibt. Und es ist halt anstrengend und das nervt vielleicht auch viele Leute einfach. Ein Gerechtigkeitsfanatiker, der nichts weniger will als den Zustand der Welt verbessern. Das gibt's so. 6,99. Wie geht denn das noch? Ist ja Wahnsinn. Und die ist auch gut gemacht. Der kauft sie. Die kaufen sie nach Stückweise, die kaufen nach Gewicht. Nach Gewicht? Ja. Und ein Bild von der Frau, die genäht hat, haben wir nicht noch. Nein. Die macht das jetzt. Ja, ja, klar. Da sogar einen tollen Knopf. Das ist lieber, also. Das ist tollen Knopf, ne? Da schauen Sie mal da. Hey, das ist schön gemacht, ne? Für 6,99, wie geht denn das? Ihr könnt euch vorstellen, was der kriegt, wo das macht, oder die. Wir sind schon gute Menschen, jetzt sind wir wieder vor Weihnachten, dann machen wir wieder Spendenrekord, gell? Mollat leidet an einer Gesellschaft ohne Moral. Vielen Dank, gell? Wiederschauen. Er beißt sich fest. Kompromisse gibt es nicht, nur Zorn. Und ich muss wirklich sagen, die Gesellschaft hat mich vorher schon nicht sonderlich interessiert. Ja? Das, was hier so alles abläuft, ist im Großen und Ganzen zu oft zum Abkotzen. Das wissen wir. Ich versuche nicht zum McDonald's zu gehen. Auch wenn einer sagt, was willst du denn, wegen deine 10 Euro im Jahr oder was? Das ist doch auch schon wurscht. Macht genug Blödsinn, ne? Dieser ganze übersteigerte Drang, der macht ihn natürlich aus und der ist hochinteressant. Und plötzlich ist mir auch aufgefallen, stimmt eigentlich, eigentlich passen wir uns alle viel zu schnell immer an. Aber eigentlich ist das schrecklich. Und irgendwie ist es was dazwischen. Gleichzeitig ist es bei Gustl aber übersteigert. Mhm. Aber trotzdem muss man sich halt fragen, wir können doch nicht solche Leute einfach ausschalten. Sie hat den Fall Mollat lange verfolgt. Die Spiegeljournalistin Beate Lacotta findet Gustl Mollats Verhalten eindeutig. Ich habe viele Patienten in psychiatrischen Kliniken kennengelernt und wenn ich das Material sehe, was es von Herrn Mollat gibt, also die Sachen, die er selbst geschrieben hat, dann ist das Material, wo Psychiater sagen, das ist einschlägig. Und wenn ich das sehe, dann reicht mir das fast schon, um eine Warndiagnose zu stellen. Ja? Eine Journalistin, die Warndiagnosen stellt? Das ist Mollats Schicksal.
dass jeder sich ein Urteil erlaubt. Und wenn ich dazu dann noch jemanden habe, der bei einer Gerichtsverhandlung, statt mit dem Richter zu reden, ein Buch vors Gesicht hält über die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse und laut daraus vorliest, während der Staatsanwalt die Anklageschrift verliest, dann muss ich sagen, dass das ein höchst ungewöhnliches und höchst irrationales Verhalten ist. Was heißt das? Also ich finde, es gibt viele komische Käuze irgendwie. Und letzten Endes sind auch oft die Leute, die irgendwie ein bisschen crazy oder ein bisschen anders sind, auch dann die interessanten Leute. Also wenn man jetzt mal so die Künstler anguckt oder die Schriftsteller oder keine Ahnung, schau doch einfach mal in die Geschichte gucken. Ja, das sind doch dann oft die Leute, die dann was gerissen haben, wo man sagt, wow, was ist das denn? Mollert ist keine Gefahr für die Allgemeinheit, bloß ein Kauz. Der Film erzählt nicht nur von Mollert, sondern auch von einer Gesellschaft, die sich fragen muss, wie viel Eigenwilligkeit sie aushält. Antworten gibt er keine, stellt nur Fragen. Das ist seine Stärke.